Hallo und herzlich willkommen zu Push am Montagvormittag. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr seid alle schon munter, ansonsten noch einen Kaffee trinken. Unter anderem habe ich jetzt für euch folgende Themen. Neues zu den öffentlichen Schanigärten und in der Antarktis soll ein Flughafen gebaut werden. Öffentliche Schanigärten sollen ja ab dem 27. März aufsperren. Ursprünglich hätten diese Woche schon erste Details präsentiert werden sollen. Dieser Termin ist aber nun verschoben worden. Einem Insider aus dem Rathaus zufolge wird es aufgrund der steigenden Infektionszahlen abgewartet. Auf jeden Fall soll es aber zumindest einen öffentlichen Schanigarten in jedem Bezirk, wie zum Beispiel im Stadtpark, geben. Momentan sieht es aber angeblich eher nach April aus als eben das geplante Datum. Am 15. März wird es dann nochmal spannend, denn da kommen Bundesregierung und Landeshauptleute zusammen, um das genaue Vorgehen festzulegen. Weil Punkte wie zum Beispiel die Sperrstunde oder genaue Abstandsregeln sind noch offen. Die Antarktis. Ein Ort, den wir alle mit eisigen Temperaturen, Eis und Pinguine verbinden. Und genau dort soll nun ein Flughafen erbaut werden. Ja, richtig gehört. Die Regierung in Canberra, Australien, will bis 2040 eine 2,7 Kilometer lange befestigte Landebahn bauen, damit ganzjährig auch große Maschinen die Gegend um den Südpol ansteuern können. In dem Gebiet gibt es kaum Eis, aber dafür richtig viele Naturwunder. Sie bietet einzigartige Seen, Fjorde, Fossilienfundstätten und viele wildlebende Tiere. UmweltschützerInnen sind komplett entsetzt und aus dem Häusel, denn der Lebensraum von vielen Tieren würde zerstört werden. Denn allein in der direkten Umgebung des anvisierten Bauortes gibt es 8 Pinguinbrutgebiete. Twitter feiert bald seinen 15. Geburtstag und darum hat der Mitgründer und heutige Chef Jack Dorsey den allerersten Tweet versteigert. Obwohl der Käufer im Prinzip nur eine elektronische Signatur erwirbt, während die Twitter-Nachricht weiterhin für alle online verfügbar ist, lag das höchste Gebot am Samstag. Es kam von Justin Sun, dem Gründer der Blockchain-Plattform Tron, schon bei 2 Millionen US-Dollar. Also knapp umgerechnet 1,7 Millionen Euro. Das ist irre, oder? Der Twitter-Chef hat die Kopie nun als sogenanntes NFT, Non-Fungible Token, verkauft. Und dabei handelt es sich um ein Kryptogeld, das nicht austauschbar ist. Diese Token sind also einmalig, können nicht repliziert oder zerstört werden. Knapp 2 Jahre ist es jetzt her, dass in Paris in der Kathedrale Notre-Dame ein Großbrand ausgebrochen ist. Schneller als erwartet konnten nun die ersten Eichen für den Wiederaufbau der Kathedrale ausgewählt werden. Die Hälfte des Baumaterials stammt aus öffentlichen Wäldern, aber auch private Forstwirte haben sich nach einem Suchaufruf gemeldet. Insgesamt werden über 1000 Bäume benötigt. Die Chefarchitektin wählte unter anderem 8 Eichen aus, die das Fundament des neuen Kirchenturms bilden werden. 20 Meter Bäume mit einem Meter Durchmesser sind dafür nötig. Um die perfekten Eichen zu finden, hat eine Drohne 3D-Profile der Bäume erstellt. Die Abholzung passiert circa in einem Monat. Weitergearbeitet kann jedoch laut jetziger Prognose erst Anfang 2023 werden, denn der Feuchtigkeitsgehalt des Materials muss unter 30% sinken. 2024 soll dann alles fertig sein. Das war's auch schon wieder mit Push am Vormittag. Startet schön in eine neue Woche und wir sehen uns dann beim nächsten Update wieder. Bis dann!